zwei Auto-Ikonen aus den 1960ern. Zwei Engländer mit Qualität, Charme und Ausstrahlung. Sie erobern die Herzen und werden zu Filmstars und Museumsobjekten. Wir freuen uns mit Jörg, einen British Car-Enthusiasten zu haben, der sie heute noch fährt und für uns präsentiert. Jaguar E-Type. Jaguar Mark II. Bevor uns Jörg mitnimmt, schauen wir noch kurz zurück in die 60er, in die Kinos und nach London. Geprägt vom Willen zu Frieden und Gewaltverzicht dominieren frische Farben und Formen. Mode und Musik erfinden sich neu. Flower Power statt Machtstreben. Freiheit liegt in der Luft. Der E-Type schafft es bis in die Dauerausstellung des Museum of Modern Art New York. Und nun ab zu Jörg. So, heute stelle ich euch ein Fahrzeug aus der Millwork Collection vor, Jaguar E-Type. 1961 erstmals gebaut, war damals ein sehr modernes Fahrzeug, wenn man vergleicht, wie die anderen Wagen aussahen. Und vor allen Dingen, Jaguar hat es geschafft, einen günstigen Supersportwagen zu entwickeln. Also bei der Serie 2 haben wir diese Abdeckung nicht mehr, die Glasabdeckung, die wir bei der Serie 1 noch hatten. Und deswegen ist die Serie 2 weniger beliebt. Aber letztendlich dem amerikanischen Geschmack geschuldet. Bei der Serie 3 haben wir die Änderung des Motors in einen V12. Der tickt nochmal ganz anders. Aber er ist nicht schneller. Euch den Wagen in Rot vor. Jerry Cotton hat den Wagen damals so gefahren. Der andere Geheimagent, seiner Majestät James Bond, hat ihn nicht bekommen. Es gab so viele Vorbestellungen, dass man es wirklich von Jaguar aus gesagt hat, dass James Bond den Wagen nicht vorzeitig bekommt, sondern im Rahmen dieser Warteliste. Und darum fährt James Bond jetzt Aston Martin und die Bösewichte Jaguar. So, hier haben wir das Herzstück des Autos. Das Interessante bei dem Fahrzeug ist, dass man hinten sozusagen die selbsttragende Karosserie hat und im vorderen Bereich nochmal den Motor auf einem Gitterrohrrahmen. Also im Prinzip ist das ein zweigeteiltes Fahrzeug. Hinten selbsttragende Karosserie, modernere Bauweise, vorne angeflanscht der Gitterrohrrahmen. Und da ist dann der dicke Motor drin. Deswegen auch die eher betonte, eigentlich erotisch wirkende Motorhaube. Ja, was einige als Nachteil, als optischen Nachteil ansehen, ist ein praktischer Vorteil. Kopfhöhe für Großgewachsene und mehr an 2-0-Sitze und für allen Bedarf für die Reise. Heute darf ich euch einen weiteren Wagen vorstellen, aus der Millworks Collection, ein Jaguar, Jaguar Mark II, MK2, Baujahr 1960, damals der schnellste viertürige Wagen der Welt. Bis 1964 hat Mercedes alles daran gegeben, diesen Wagen zu schlagen. Und in den Tourenwagenmeisterschaften waren die beiden immer am Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Sieger, meist er. Thank you.
vom Jaguar, der Leaper, der Springer. In Deutschland bereits 1959 gesetzlich verboten, aber seit den 40er Jahren Symbol für Kraft, für Ausdauer, für Jaguar. Der Growler, das Logo, was man auch hinterher noch ein bisschen verfeinert, ein bisschen anders im Design, aber auf den modernen Jaguars immer noch findet, findet man hier auch im Kühlergrillbereich. Unterschiedlich die Farben. Rot und Silber für den größten Motor, die 3,8 Liter Maschine, 2,4 in Rot mit Rot und der 3,4er mit Rot und schwarzen Applikationen. Damals haben drei Motorversionen den Wagen angetrieben. Der 2,4er, der 3,4er und der 3,8er. Den 2,4er hatte die Polizei, den 3,8er die Gauner, die Gangster und die bei der Tourenweltmeisterschaft. Dieser ist der 3,8er, 200 Spitze, 220 PS. Hier das Herzstück. Der 3,8 Liter Motor, 6 Zylinder, der XK-Motor, der berühmte Rennmotor, bereits aus den 50er Jahren entwickelt und bis in die 60er Jahre, in der 60er Jahre genutzt. Damals in der Zeit hatte man einfache Klimaanlagen, aber effektiv. Und damit das Ganze auch Spaß machte, wenn man hinten saß, hatte man typically British seinen Picknick-Tisch mit dabei. Das typisch bei den englischen Fahrzeugen. Feinstes Knollileder und Walnussapplikationen. Holzlenkrad. Schön filigran. Vielen Dank, Jörg, dass du uns mitgenommen und so viel gezeigt hast. Übrigens, in unserer PS-Perlen British Cars Garage ist Jörg stark vertreten. Vom Singer Ninth Ward bis zur Cobra. Schaut mal rein.